Hi und herzlich willkommen zu Need for Speed, also besser gesagt zurück zu Need for Speed. Und ja, hinten auf dem Auto steht abonnieren, nieren. Ja. Ich habe das Let's Play ja pausiert, weil ich gemerkt habe, dass die Videos nicht so waren, wie ich sie wollte. Jetzt mit neuer Technik gucke ich mal, ob ich es irgendwie hinkriege, das wieder aufleben zu lassen, das Let's Play. Ich merke gerade noch, dass wenn ich durch den Dreck fahre, das ziemlich verpixelt, das ist ziemlich ungeil. Ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, dass ich gerade über WLAN was mache oder sonstiges. Ich kann ja mal kurz... Ne, kann ich nicht. Das gucke ich jetzt mal schnell. So, probieren wir es einfach mal so. Vielleicht funktioniert das ja besser. Auch nicht wirklich, da pixelt auch ziemlich dolle, ne? Wartet mal, da gucke ich noch mal rein kurz. Kann ich das in der Aufnahme anpassen? Ja, kann ich. Höhe ist einfach mal um 100.000 hier. Das stelle ich auf 0. Wie das jetzt aussieht. Ach, das ist ein Offroad. Oder? Ja, ist es. Fuck. Ja, aber der hat noch nichts drauf, der Wagen. Fernab der Stadt gibt es nichts als den Himmel, soweit das Auge reicht. League 73. Freiheit beginnt bei 100 Meilen pro Stunde, 10 Fuß über der Erde. Naja, lässt sich darüber streiten, Kollege. Was haben wir denn hier? Frischfleisch. Bist du Odo Roth? Ich bin Mac. Ich weiß, wer du bist. Du bist Hashtagers Driftkumpel. Willst du hier ein Selfie machen, Mac? Wohl kaum. Ich bin ein Offroader, genau wie du. Nur besser. Beweis es. Schlag meine Racer. Dann reden wir. Okay, du Großmaul. Gerne. Angenommen. Bevor... Jungs und Mädchen, heute... ...das losgeht, muss ich nochmal kurz checken, ob es funktioniert. Ach, kein Plan, Leute. Ich lasse so, wie es ist. Die Wette nehme ich an. Nee, die nehme ich nicht an. Nein, die nehme ich nicht an. Wäre jetzt wahrscheinlich einfach, aber es würde mich vom Rennen ablenken. Ist scheiße so. So, aus dem Weg jetzt hier, Lahmsäcke. Und los! Mac, der Champ, kommt hier. Wahrscheinlich habe ich gerade sehr viel Geld abgelehnt. Schnell verdientes, leichtes Geld. Der Wagen driftet für meinen Geschmack auch ein bisschen zu dolle. Alter, wie es ruckelt in der Aufnahme. Was ist mit der CPU los? Dann habe ich doch keine Zeit, mich auf die CPU zu konzentrieren. Mac ist aber auch von sich selbst überzeugt, ne? Das ist ja schon widerlich. So viel Selbstbewusstsein. Was ich ehrlich gesagt scheiße finde, ist, dass wir uns an die Checkpoints halten müssen. Das finde ich ehrlich gesagt kacke. Dass man hier
in einem Offroad-Rennen nicht wirklich Offroad fahren darf und sich doch mehr oder weniger an die Strecke halten muss. Finde ich ein bisschen kacke, aber... Ich schaff das. Scheiß drauf. Endspurt. Naja, ich schaff das Endspurt, Digga. Ich meine, die Gegner sind nicht mal auf der Karte zu sehen, von daher... Wenn wir das nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht. Richtig provokant, einfach langsamer werden. Gar nicht mal so schlecht. Ja, juckt mich alles nicht, was ich bekomme. Außer das hier. Das macht jetzt natürlich einiges kaputt, aber ich baue es ein. Also einiges macht die Geschwindigkeit kaputt, aber... So, die Questreihe. Toll, neue Angebote. Das war ganz okay, Frischfleisch. Vielleicht machen wir ja doch noch einen Offroader aus dir. Red keinen Stuss, Mann. Ich bin dafür geboren. Sag mal, ich kenn dich doch. Du bist ein Crazy Rest Crew. Das Einzige, was an ihm crazy ist, ist sein Händchen für Motoren. Zwingt er dich, das zu sagen? Komm mal beim Solarfeld vorbei. Beweis mir, dass dein Sieg nicht nur Glück war. Wo kann ich den Offroad-Wagen kaufen? Drift, Runner. Ist das hier? Offroader. Da schauen wir jetzt zuerst vorbei. Obwohl, ist da was? Scheiß drauf. Scheiß drauf, wir fahren da jetzt hin. Wir wollen ja auch ein bisschen was vom Spiel hier sehen. Was ich gerade wirklich zu bemängeln habe, ist, dass die Videoqualität ein bisschen sackt, weil es häufig verpixelt. Es ist ein bisschen dunkel. So sieht einfach scheiße aus. Ich lasse es so, wie es ist. Sorry, das ist alles noch sehr experimentell hier mit der neuen Technik. Ich muss mich doch hier erstmal rein... Oder besser gesagt, eingewöhnen. Nicht reingewöhnen. Vielleicht in der nächsten Aufnahme, vor der nächsten Aufnahme gucke ich nochmal, ob ich vielleicht das Ganze von linear auf bikubik ändern kann. Da sieht es vielleicht besser aus, falls es überhaupt geht. Oder ob das später nur in der Bearbeitung zum Video geht. So, Baby, zeig mir das hier. Jo. Na, hier. Mann, das ist nicht stark genug oder nicht gut genug für das Rennen. Das glaube ich jetzt aber nicht. Link 73 herhören. Udo hier. Ab sofort macht ihr ernst. Tretet ihm in den Arsch. Ja, Udo. Hört auf, mich zu schonen. Ich bin eigentlich dafür, dass wir geschont werden. Das ist schöner. Mach dich vom Acker. Mensch. Easy. So. Und schon sind wir auf das Ziel geraten und kürzen erstmal komplett ab. Das hat uns einige Sekunden, glaube ich, Zeit gegeben. Einfach gerade drauf zufahren. Ich meine, wir sind eh ein Offroader, wir sollten das aushalten. Erster Platz, hier gehöre ich hin. So, jetzt hier nicht verkacken. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Sorry. Er hat eine Vorlage gegeben. Ist irgendwie eine Angewohnheit von mir geworden hier in den Videos.
dass ich immer irgendwann einsetze mit irgendwelchen Liedern. Hui! Unser Auto war zu schlecht für das Rennen. Ja. Glaube ich eher nicht. Aber ich muss auch ehrlich sein, an der Stelle, ich spiele auch auf leicht. Ja, ich spiele auf leicht. Weil normalerweise spiele ich keine Rennspiele. Ich will ja ehrlich mit euch sein, ja? Nicht, dass jetzt hier jemand denkt, ich spiele auf normal oder schwer. Ich habe den Schwierigkeitsgrad auf leicht geändert, weil ich bin ein Noob in Rennspielen. Boom! Okay, Selfie Boy. An dir ist wohl doch mehr dran. Da ist an mir mehr dran, Digga. Links. Das sollte gut sein, oder? Oh, das ist perfekt. Her damit. Ich glaube, wir sollten jetzt bei 10 Minuten sein, ungefähr. Vom Video. Ich habe das ja ein bisschen zerrissen. Die Gang fängt an, dich zu mögen. Das geht mir tierisch auf den Sack. Oh, sorry, dass ich so großartig bin. Als wäre es nicht schon nervig genug, dass das Haus will, dass wir Rennen manipulieren. Das glaube ich. Wir machen allen das Leben schwer. Ja, Kollegen, wir haben doch dasselbe Ziel. Ich weiß gar nicht, was deren Problem immer ist mit uns. Ich muss ehrlich sagen, die Offroad-Rennen machen mir am wenigsten Spaß. Bisher. Bin ich so der Offroader? Was? Warum bin ich hängen geblieben? Krass. Oh, unser Wagen ist wirklich um einiges zu schlecht. Ich würde sagen, wir fahren das Rennen. Sobald ich... Ach, ich drück links. Ja, das kommt davon, weil man eine Links-Rechts-Schwäche hat. Ich glaube, so schnell können unser Wagen gar nicht fahren. Jetzt ist Schluss mit lustig. Begrab den Loser im Sand. Bla, bla, bla. Red ruhig. Ich gewinne trotzdem. Ja, vielleicht bin ich so sicher, Kollege. Wir sind fast 20 Punkte schlechter. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Nur, dass wir jetzt vorne sind, hat nichts zu sagen, Leute. Das hat absolut nichts zu sagen. Oh, hi, was gibt's? Sorry, aber ich kann überhaupt nicht reden. Ich bin sehr ange... Ach ja, jetzt habe ich mich verfahren. Ach, starten wir es dann neu. Ist ja nicht so schlimm. Boom, und los geht's hier. Wir haben sie eben schon mal eingeholt, jetzt schaffen wir es nochmal. Wie, warte, ich bin Dritter. Ist doch wohl ein Witz. Weg. So, noch kein Nitro einsetzen, das lohnt sich jetzt glaube ich noch nicht. Fahren wir hier über den Hügel. Mann, wieso
Wieso bin ich nur so gut? Oh Gott, ich verfahre mich schon wieder. Jetzt bullern wir da durch. Schön Nitro. Okay, das war ein guter Sprung. Das war wirklich ein guter Sprung. Ach, hier hätte ich abkürzen können. Scheiße. Zieh's einfach durch, Mac. Und wer sich fragt, wo Horizon Zero Dawn bleibt, das ist so eine Sache. Das wird es auch in nächster Zeit erstmal noch nicht geben. Weil dafür brauche ich wirklich eine Capture Card. Das hier werde ich ohne Capture Card aufnehmen. Der Mac gewinnt erneut. Oh, Scheiße. Aber, sobald ich die Capture Card habe und das Let's Play abgeschlossen ist, wird es auf jeden Fall damit weitergehen. Dann werde ich Horizon Zero Dawn starten. Die Leute könnten langsam denken, du wärst wirklich ein Offroader. Es ist Zeit, diesen Irrglauben zu beenden. Heißt das, ich habe das Vergnügen, dir in den Hintern zu treten, Udo? Ich sag dir was. Besieg mich und ich erzähl dir, wo du ein Wrack bist. Sag einfach wann und wo. Naja. Man sieht es auch jetzt hier in der Aufnahme. Wenn man den Staub hinterm Auto betrachtet und das Auto ansieht. Das verpixelt alles noch sehr. Also das ist noch nicht optimal alles, was ich mache. Mit einer Capture Card wäre das was anderes, denke ich. Also ich hoffe es. Nicht, dass es sich am Ende doch nicht lohnt. Wobei, selbst wenn es sich nicht lohnt, ich könnte dann von der Switch aufnehmen. Das wäre auch okay. Also, demnach gucke ich erstmal, was ich machen kann. So, gegen Udo Lindenberg oder wen? Fast 30 Punkte zu schlecht, aber scheiß drauf. Denn wir sind YOLO Boy. Ich hoffe, du bist bereit, Udo. Oh ja, das wird ein Riesenspaß. Tschüss, Udo! Ich befürchte, wir werden nicht auf der Straße bleiben. Selbstverständlich nicht. Okay, wir fahren auf diesen Straßen hier schneller. Auch wenn wir ein Offroad-Wagen sind, können wir anscheinend nicht komplett Offroad fahren. Why? I don't know. Als ich hörte, dass du mit uns fahren willst, war ich mir sicher, du bist ein Wichtigtour. Und? Du bist ein Wichtigtour, aber du kannst fahren. Mac ist nicht nur ein Wichtigtour, er ist ziemlich selbstverliebt. Na, sieh mal einer an, ich bin jetzt schon vorne. Schnauze! Ja, Udo, das wird sich auch nicht ändern. Udo Gartenzwerg. Pass mal auf, wie ich dir die Ehre nehme. Und das vor deinen Jungs. Ich denk schon an das nächste Rennen. Ja, Mac ist mir sehr unsympathisch. Ich freue mich schon auf das Wrack, Udo! Ach, wir fahren Runden! Bei was sind wir so scharf auf Wracks? Kann das jemand erzählen?
finde die Wracks unglaublich scheiße in dem Spiel. Sag mal, League 73, hat das was mit dem Airfield zu tun? Klar, Mann, als es noch eine geheime Militärbasis war, haben wir uns reingeschlichen, um uns die UFOs anzusehen. Und dann mussten wir Offroad abhauen. Wie krass, echt jetzt? Okay, wenn die Geschichte stimmt, cool. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschichte stimmt? Was führt eigentlich einen Briten wie dich nach Amerika? Das gute Wetter? Ach komm schon, hier ist der Geburtsort der Wüstenrennen und der Trophy Trucks. Gute Antwort. Das war die Theorie, die Realität ist deutlich weniger glamourös. Also wenn wir jetzt noch zwei Runden fahren würden, würden wir Udo wahrscheinlich überholen. Easy gewonnen, Udo. Weißt du was? Das feiere ich wirklich mit einem Selfie. So, wir nehmen uns jetzt wieder die Mitte, die goldene. Und kriegen wahrscheinlich Bullshit. Nein, nice. Und damit würde ich sagen, wir hätten das alles abgeschlossen. Wir sehen uns dann wahrscheinlich auch beim nächsten Mal. Außer es passiert noch irgendwas Besonderes. Ja. Okay. Ja, okay. Okay. Diese Strecke ist hammerhart, aber du hast sie gemeistert. Die Position des 240Z-Wracks gehört dir. Für mich bist du ein echter Offroader. Danke, du bist auch nicht so übel. Wir halten uns jetzt vom Airfield fern. Das hast du dir verdient. Okay, aber schau ruhig mal in der Werkstatt vorbei. Vielleicht hat Rev ja einen vernünftigen Motor für dich. Ha, ich überleg's mir. Man sieht sich, Richard. Falls du eine Herausforderung suchst, wir sind hier. Ja, gut, und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und bleib gesund. Rev, ich weiß vielleicht, wo ich eine 240Z-Karosserie finde. Hört doch mal auf zu labern. In der Werkstatt, wenn du sie hast. Mit den richtigen Teilen kannst du sie vielleicht herrichten.